Hallo erstmal, ne? Herzlich willkommen zu Deutschland sucht den Superkanzler. Die Sendung, die aus Knallköpfen echte Kanzler macht. Fangen wir gleich mal an, gleich mal der Erste. Ja, grüß Gott, ich bin der sozusagen Edmund aus Bayern. Ich bin der echte Superkanzler, weil ich Sie, wir, Sie weniger, ich mehr. Wir brauchen zusätzlich zum Arbeitslosen brauchen wir eine Erhöhung der Stammzellen. Wir brauchen mehr Ausländer, aber nur Fachkräfte. Wenn ich selbst nicht Fachkraft wäre, ich würde niemals in Deutschland einwandern. Ich würde in Bayern bleiben. Sag mal, du Knalltüte, ich meine, du gehörst ja auf eine Kaffeefahrt. Nach dir kommt ja nur noch die Rheumadecke, ne? Bedienst du sonst ein Karussell und sagst den Leuten, wenn sie nur lang genug im Kreis fahren, geht das irgendwann geradeaus? Ja, da bei dir auch, weil du fliegst jetzt, ne? Ich meine, deine Stimme ist ja, die kann ja problemlos Milch in saure Sahne verwandeln. Wen haben wir denn jetzt? Ja, also mein Name ist Angelo. Ist Englisch wichtig? Nee. Ja, ist doch scheiße, ey. Komm noch mal raus. Nicht so tüdelig hier. Sag, was du willst. Nicht so ein Säuselkram, ne? Ja, also, mein Name ist Angela. Ich bin der Superkanzler, weil ich das bessere Konzept habe. Ne? Vor 2 Monaten waren wir, also wir, das bin ich, für die Steuerreform. Jetzt sind wir dagegen. Also, bei uns kann sich jeder wiederfinden. Auch bei der Gesundheit kann sich auch jeder wiederfinden, zumal ich auch selbst eine entzündliche Backentasche habe. Also mit mir als persönlichem Gebrechen ist man ganz nah an der Gesundheit dran. Bei dir bemerkt man erstmal, das finde ich eigentlich auch ganz positiv, dass Politik wirklich nichts zu tun hat mit Sex und Drogen. Ja, du bist einfach, du bist weichgespült, verstehst du? So eine reiznivellierte Lustfigur. Nicht, dass du das richtig verstehst. Ich habe nicht gesagt, dass du schlecht bist, ne? Ich habe gesagt, du bist grottenschlecht, du dusselige Kuh. Geh mal dahin, wo du hergekommen bist, vielleicht kriegen wir für dich noch Dosenpfand raus. Da habe ich wieder die Weiber am Arsch, ne? Wen haben wir denn jetzt? Ich bin der Roland. Was hast du denn im Mund, sag mal? Du platzt ja gleich. Nimm das mal raus. Wie viele Kaugummis sind das denn? Ich bin der bessere Superkanzler. Und nachdem Sie neulich schon Saddam geschnappt haben, besteht die Chance, dass auch Gerd Schröder erwischt wird. Neulich haben Sie ihn schon abgeführt in Handschellen, weil er ja sogar kleine Kinder Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen, das war Michael Jackson mit den kleinen Kindern. Herr Schröder hat nur alte Rentner geschändet. Und 4,32561 Millionen Arbeitslose gibt es bei mir nicht. Wir werden die Leute zur Arbeit zwingen und der Vorzug der Zwangsarbeit ist, sie wird erst in 50 Jahren wieder gut gemacht. Sag mal, also ich meine, es waren ja schon schlechte da, ne? Aber du bist ja richtig kacke. Ne? Was ist das denn? Ich meine, ich kenne das, was du sagst, auch von irgendwoher, von Idi Amin oder irgendeinem Arschloch aus dem vorderen Orient, ne? Und Roland, du, die Brille! Nimm doch mal das Gesicht aus der Klobrille! Pass mal auf, ich gebe dir einen guten Rat. Leih dir von dieser Merkel, die war gerade da, leih dir einen Putzlappen, den sie auf dem Kopf hat. Nimm ihr ein Lipgloss, die Schnute hast du ja dafür, ne? Dann hast du nämlich für liebe Sünde noch eine prima Transenshow, du. Ist ja grauenhaft, ja furchtbar, Mensch.